Stefan Roth, Stadtpräsident von Luzern. Luzern entwickelt sich weiter, will noch jemand hinkommen. Das sind politische Prozesse. Ihr lasst eigentlich die Bevölkerung arbeiten dafür. Ist das heutzutage noch zeitgemäß, dass man so ein Forum bildet, wo die Bevölkerung mitschafft? Passiert ja alles auf im Internet. Wie haben Sie es den Tag erlebt? Und was nehmen Sie mit? Also ich glaube, das ist die Zukunft. Die Foren, wie wir sie jetzt heute und gestern abgehalten haben, die Art, das ist eben Begegnung, das ist Partizipation. Und gerade wenn ich jetzt spüre, was erwartet die Leute in Zukunft, auf 2035 ist ein ganz grosses Thema, ist, wie hole ich mir die Bevölkerung ab. Und ich denke, vorher ist ein Votum gekommen, wir sollen Kommissionen abschaffen, eben, wir sollen mehr mit Foren schaffen, wir wollen wieder eine Stimmbeteiligung von 60% holen. Und das heisst für mich ganz klar, wir müssen in der Politik einen Schritt zu machen, einen Schritt zu der Bevölkerung holen, machen und auch der Bevölkerung abholen. Und da gilt es jetzt, das Forum eben zu gestalten, mit Inhalt zu füllen. Und was auch bedeutungsvoll ist, bin ich wirklich dezidiert der Auffassung, dass man auch das Ergebnis wieder präsentiert. Was ist jetzt daraus geworden? Dass die Leute Vertrauen bekommen, dass der Ansatz eben genau das ist. Man nimmt sie ernst, man holt sie ab. Und aus diesem Grund macht der Stadtrat jetzt eine solche Veranstaltung. Was war für Sie extrem das Auffälligste am Ganzen? Alles? Ja, also ich bin begeistert über die Leidenschaft, die hier jetzt gestern oben geschaffen wird. Oder? Da kommt man am Abend um 6 Uhr zusammen, bleibt bis am, am 6 Uhr zusammen, bleibt bis um 10 Uhr. Heute der schönste Tag, Stahl blau, und die Leute sitzen hier mit uns im Verkehrshaus zusammen und fragen sich, wie sieht die Stadt in 2035 aus. Also, das zeigt mir, dass die Stadt Luzern eine lebendige Stadt ist, dass sie eine attraktive Stadt bleiben will, dass man die Menschen, die hier leben, gerne hat und sie auch ernst nimmt. Was ist die Zukunft für die Stadt Luzern? Wie wird sie in 2035 aussehen in den Augen? Da bin ich natürlich selber auch gespannt, aber ich glaube, wir müssen Akzent setzen im Bereich Verkehr. Das ist das grosse Thema. Das bewegt sich jetzt die anderthalb Tage durch. Das Thema Wohnen, ganz zentral, bezahlbare Wohnraum, aber auch eine attraktive Wirtschaft haben, attraktive Arbeitsplätze, dass man nicht mehr einen Weg muss pendeln, dass wir weiterhin der Stadt ermöglichen, dass wir Leuchtturmprojekte haben. Und ein bisschen die Behäbigkeit, die rausgekommen ist, die unsere Stadt ein bisschen prägt, oder die Menschen, die hier sind, unsere vielleicht ein bisschen die zurückhaltende Art, dass man da, wie gesagt, uns auch Überlegungen macht, welchen Leuchtturm wollen wir denn jetzt in den nächsten Jahren hier in Angriff nehmen und auch umsetzen. Gibt es da schon konkret einen Leuchtturm, den Sie verraten können? Ja, also, wie gesagt, die Definition des Leuchtturms ist natürlich auch zentral. Also ich glaube, wenn man mal einen Tiefbahnhof hätte, beispielsweise, das wäre so ein Befreiungsschlag auch im Verkehr. Ein verkehrsbefreiter Bahnhofplatz damit verbunden. Also dort, denke ich, ist es wichtig, den Tatbeweis auch zu bringen, nicht nur viel Planungsbericht zu machen, sondern dann halt auch den Mut haben, zu investieren und zu sagen, das ist das, was die Stadt so lebens- und wohnenswert macht. Mhm. Alle Leute, die ich jetzt mit Ihnen geredet habe, bezeichnen Luzern extrem als lebenswert, also mit Familie etc., als Angebot. Als Politiker, wie erlebt man hier Luzern? Als Stadtvater mit seinen Kollegen? Also ich muss sagen, ich bin noch im Vorstand beispielsweise vom Schweizer Städteverband. Wir hatten kürzlich eine Tagung in Bern und da bin ich erstmalig als neuer Stadtpräsident dort in diesem Gremium dabei gewesen. Und ich stelle fest, die Stadt Luzern im Vergleich auch jetzt beispielsweise zu Zürich und Basel, mir werden das unglaublich sympathisch angeschaut. Also die Aussenwahrnehmung ist eigentlich eine fantastische. Die Stadt Luzern ist scheinbar im schweizerischen Kontext etwas Spezielles. Also die privilegierte Topografie, die Lage halt am See, die Grünflächen, die wir haben und vielleicht eben auch ein bisschen das Zurückhaltende an uns Menschen, die hier leben, das bewirkt, dass wir wirklich eine tolle Ausgangslage haben und dass immer mehr zunehmend Leute hier auf Luzern wohnen wollen. Mit allen verbundenen Problemen, die es dann eben selbstverständlich, gibt. Mit allen Problemstellungen, Infrastrukturen, die es benötigt, aber auch das Finanzieren. Wir müssen ja eine Entwicklung auch finanzierbar machen. Wir müssen auch gegenüber dem Kanton selbstbewusst aufzeigen, was eben die Stadt Luzern als Zentrumstadt auch bedeutet für den Kanton. Also da geht es dann auch um Finanzströme zwischen Kanton und der Stadt, Entwicklungen sicherzustellen als urbane, weltoffene Stadt. Und da hoffe ich mir auch, dass das Selbstverständnis auch ein bisschen verstärkter kann werden, was eben die Stadt Luzern auch für den Kanton
für eine Berührung haben kann.